Schau Mystery Lane im Disney Channel. Ich kenne da zwei Jungs, die heute nicht ausschlafen werden. Wenn du da reinbläst, wird es garantiert nur Ärger geben. Du bist doch nur auf meine genialen Streiche neidisch. Hallo zusammen! Wer ist das? Oh, das ist nur der Anfang deiner Probleme, du Genie. Was? Eine Taube? Tja, deine Pfeife ist eine Vogelpfeife. Sie erzeugt Ultraschallwellen, die nur bestimmte Vogelarten hören. Ein Hund mit einem Tablet? Wie ungewöhnlich. Du hast gerufen, bin bereit, dir zu dienen. Was kann ich tun? Ha! Ein Auftrag! Na los, Bro! Die Pflicht ruft! Wenn die Pflicht ruft, könnt ihr auf Alfred zählen. Du. Aber wenn ich so drüber nachdenke, welche Pflicht? Tut mir leid, aber das geht dich nichts an. Ich komme, Clever! Clever? Clever, die Detektivin? Ja, und Bro, der Detektiv. Bitte zu zweit. Berühmtheiten rufen mich, damit ich ihnen helfe? Das ist der beste Tag meines Lebens. Moment. Das ist wohl ein Missverständnis. Wir ermitteln nämlich nur zu zweit und nicht zu dritt. Ich wollte dich gar nicht rufen. Na sowas. Unser Kunde ist gegangen, ohne mit uns zu sprechen. Komisch. Los. Zeit zu gehen. Gibt's keine Pfeife, die diesen Holzkopf wieder verschwinden lässt? Ich verstehe nicht, wieso sich Snowflake und Charcoal nicht über diesen Krach beschweren. Alfred, mein Sohn, du wirst als Taube Großes leisten. Aber wenn ich ihr sage, dass Clever mich rief... Der Riegel ist verbogen, die Schale fehlt und die Schaukel steht auf dem Kopf. Ich frag mich, ob... Snowflake und Charcoal, sie sind verschwunden! Was? Der Hund, der gerade aus dem Büro kam, war kein Kunde. Schnell, Bro, zum Hauptquartier! Oh, wie aufregend! Dieser Hund war ein Bote. Er hat das Tablet dagelassen. Oh, spannend! Alfred, das ist dein Privatbüro! Raus! Vielleicht kann ich ja helfen. Ich bin äußerst aufmerksam und ich...